Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wie ich versprochen habe, wollten wir erst unsere Sachen verkaufen und das machen wir hier. Und ich habe die Reise einmal übersprungen, einfach so. So kackendreist bin ich gewesen. Und jetzt kann ich erstmal diese ganzen Sachen verkaufen, die ich hier habe, die ich aber nicht brauche, nie brauchen werde. Sachen wie Hülsen, Sachen wie bestimmte Patronentypen. Achso. Und dann natürlich noch die Sachen, die EDI mit sich rumträgt. Willkommen, Sir. Ja. Da werde ich denn da hier die beiden Waffen, für die ich ganz viel kriegen wollte, 10mm Pistole, 9mm Maschinenpistole, abgesägte Schrotte. Naja gut, das ist natürlich nicht so. Das ist eigentlich fast irrelevant. Oh, die Powerfaust, dann noch, dann wird's echt schon knapp. Ich mir dann nicht selbst noch vielleicht andere Sachen kaufen sollte. Ach, das ist nur die, die ganz schnell schießt, stimmt. Esther, ach so. Das explodiert aber nur Gehenna. Ja, vielleicht könnte ich mir eine neue ultimative Waffe kaufen. Das wäre natürlich auch mega. Eine Minigun ist natürlich übertrieben. Eine Panzerbüchse. Hab ich ja schon. Polizeischrot sind das natürlich auch mega. Scharfschützenkarabiner finde ich jetzt nicht so trapper. Zeit für Schläfchen oder zwei Phasen auf Wiedersehen. Schaden 75, guck mal. Aber das Geld habe ich aber auch nicht. Und 51 oder was auch immer das ist. Was? Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Denn. Hä? Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Mädchen. Wo ist das Ding, was die hat? Jetzt lassen Sie mich das schwere. Die hat das gar nicht mehr, dieses goldene Ding, dieser goldene Handschuh. Willkommen, Sir. Okay, das geht schon mal nicht. Das ist natürlich blöd. Wo hat die den denn? Wo haben wir den denn? Ich guck auch mal ganz kurz in Novak vorbei. Nicht, dass ich den da aus Versehen abgelegt habe. Wäre ja nicht so schlimm. Ach, guck mal, da ist die Pilotin. Ja, wenn wir den natürlich nicht hätten, dann wäre das natürlich blöd. Nee, auch nicht. Oh nein. Ja, auch nicht. Veronika! Wollen wir das Ding denn abgelegt oder verkauft? Die Mega-Waffe. Ach du Scheiße. Vielleicht wissen Sie es ja schon, aber seit Jeannie May von uns gegangen ist, habe ich ein Auge auf Ihr Haus. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mal bei Ihnen bedanken. Hier! Nehmen Sie den Schlüssel und machen Sie es sich in unserem Motel gemütlich. Mit dem Schlüssel kommen Sie in das Zimmer im ersten Stock, das der Lobby am nächsten ist. Hoffe, es wird Ihnen gefallen. Ja, danke. Es gibt keine Angebote für die Raketen. Sie können froh sein, wenn Sie sie überhaupt verkaufen. Okay, ich geb's zu. Die Dinger fangen schon ewig Staub. Sie kriegen sie geschenkt. Naja, fast jedenfalls. Ich habe Jenny mehr umgebracht, aber nee, ich will handeln. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Cool, da sind nämlich auch noch relativ viele Sachen.
viel hat denn der von den Granaten noch so ein paar? Nun gut. Na, würde ich sagen, geht's jetzt ab nach Cottonwood Cove. Verrufen ist doch fast perfekt. Ist doch ein Traumruf ist das doch. Bin ich auch überall. Ich frage mich immer, warum mögen die mich nicht? Ich finde das jetzt gerade ein bisschen traurig, dass dieses goldene Ding weg ist von ihr. Diese goldene Faust. Das war voll die Mega-Waffe. Muss ich halt diesen zwei Phasen auf Wiedersehen irgendwann kaufen, wenn ich ganz viel Geld habe. Ich denke mal spätestens, wenn wir jetzt ins Vorgehen. Ich hoffe mal, dass die uns da ein bisschen freundlicher gesinnt sind. Aber es ist ein richtiger Satz. Naja. Naja. Können wir jetzt... Ach verdammt, jetzt habe ich mich nicht geheilt, ne? Right away, wie viele Wits habe ich denn? Ich weiß nämlich nicht, ob mich das freies Radikal. Guck mal. Eigentlich müsste ich 20 Sekunden warten. Damit die ganze Strahlung weggeht quasi. Wir können ja auch gleich zuvor. Fahren wir mal vor, würde ich sagen. War gut, ne? Jawohl, Wet 0. Oh, wen haben wir denn? Oh mein Gott. Okay, das wird hart. Hier sind auch überall. Welche von der Legion? Haupttor-Legion-Wache. Es wird ganz grau. Da müssen wir jetzt also Phase für Phase vorarbeiten anscheinend. Waffentonschlüsse. Ach, guck mal. Okay. Da ist nichts. Das ist ja super. Toll. Ihre Sanse Zasperella-Flasche, weißt du? Heilpulver. Die haben auch irgendwie nur so wertlose Sachen dabei manchmal, ne? Heilpulver aufbereitetes Wasser ist gut. Das könnte ich trinken. So, wir müssen wirklich Phase für Phase uns anscheinend fortbewegen hier. Sagen die jetzt Bescheid oben oder wie? Oh shit. So, ein bisschen vorbereitet habe ich mich dann schon mal. Ja, Legion negativen Ruf erworben, das hatte ich vorher auch, glaube ich. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen schon, wirklich. Sorry. Ja, es würde ich auch sagen. Eine Einschussflinte, wow. Eine Xanderwurzel. Wen haben wir denn hier? Hey! Die Bosse der Omergas? Omernas? Diese Leute, die das Gomorra betreiben. Jemand hat sie umgelegt. Ja. Boah. Junge! Junge, was ist denn los? So. Nicht. DJ Rico, Bittertrank. Besser als Bitter Springs. Gott, war der schlecht. Aber ein Insider. Und was haben wir da? Sklaven. So. Ja, Leute, warum flüchtet da denn? Wir sind Freunde, die kommen. Wir befreien hier euer ganzes Lager gerade. Oh, die erst mit Schusswaffen. Was ist das denn? Ja, wir wollen eine Karte. Legion-Ausbilder. So, also erste Lektion, nicht sterben. Hast du schon mal verkackt? Wie kannst du überhaupt Ausbilder werden? Oh, eine Sonnenbrille. Was? Ach so. Ja, da tragen wir eine Pilotenbrille oder was das war. Oh, wen haben wir denn da unten? Ah, der hat ein Jagdgewehr, das ist ja cool.
Gegengift. Oh, eine Brockblume kann ich auch brauchen. Veronika. Wie sieht's aus? Gut, gut, gut. Herstellung. Stimpaks, ne? Genau. Okay. Wollte mal wieder so ein paar herstellen. Wir töten ja alles gerade auf unserem Weg. Außer die Sklaven natürlich. Ach, bist du feige. Ja, was gibt's? Kann ich natürlich nicht angreifen. Weil man Kinder nicht töten kann in Fallout. Was ne Scheiße. Zugbrücke, das Fort öffnen. Ich glaube, das wird hart dahinter. Denke ich mal, zwar fast so. Ich heile mich mal vorher noch. Hallo. Hallo. Hey, passiert was Interessantes? Nee. Ist langweilig. Ja, mir. Wiedersehen. Mir auch. Ich verstehe es alles oder ganz alles. Nichts Besonderes hier. Hallo. Hallo. Ich bezweifle, das dass ich Ihnen helfen kann. Ich bin eben nur ein Kind. Ja, ich denke auch, sie können mir nicht passiert helfen. Passiert was Interessantes? Nein. Ein weiterer Kill auf deinen Namen. Was? Ein weiterer Tod auf deinen Namen. Otto Versand. Mensch. Auch da. Product Placement oder wie? Hey. Hey Junge. Ist der falsch? Was ist der falsch mit euch? Anthony. Uiuiui. Hier haben sie alle Schusswaffen oder wie? Aber da vorne nicht. Prätorianer. Eieieiei, er hat auch so eine Powerfaust. Nee. Geben Sie sich einen Rock. Oh. Gib dir mal ein besseres Mikrofon erstmal. Geben Sie sich einen Rock. Nee, erstmal ein besseres Mikrofon. Ballistische Faust. Heilpulver. Nur noch eine Sonnenbrille. Kann ich die reparieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Veronika. Nur so eine Frage. Ein Kleid wenn ich dir gegeben, ne, würdest du die nutzen? Erstmal muss ich dich töten. Wollte jetzt was heilen. Ach du Scheiße, direkt. Nein! Jetzt habe ich irgendeine Scheiße aufgenommen. Lego ein bisschen. Ach komm, warum nicht? Hülsen. Und ja, das ist sogar. Sorry. Otto! Otto, ne? Sag mal, was sagst du zu Neckermann? Nichts, naja, dann. Dann halt nicht. Ja, notfalls, falls wir damit schießen müssen. Wie sieht's denn aus hier so? Ach, alle tot. Mensch. Seid ja gar nicht so gut. Ich hätte jetzt gedacht, ihr werdet besser. Was? Ach so. Idee. Gehen wir nicht so schnell vor. Okay. Ich werde erstmal hier looten. Aha. Gegengift, sehr schön. Gegengift, sehr schön. Noch eine Karawanschrotfinte, sehr schön. Ah, ich glaube, die Legion gibt es danach nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ach, was steckt auch noch? Nähpulver. Heilpulver. Weißt du, die töten macht kein Karawan-Minus. Aber die ausrauben. Doch bescheuert. Ich könnte so ein Heilpulver mal nehmen, ne? Oh, habe ich jetzt? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Arena Ausrüstungslager. Was haben wir denn hier? Einschussflinte, Dekan, Munition.
Nein, jetzt habe ich die Truhe leer geräumt. Ach. Schussflinte. Jetzt habe ich wieder irgendeine Scheiße dabei, ne? Kochtopf zum Beispiel. Hülsen. Eine Metallpfanne braucht kein Mensch. Ja. Heilpulver. Ja, 9 mm. Oh, hi. Da geht's wieder ab. Was haben wir denn hier so? Oh, Entity. Oh, Entity. Was ist mit dir falsch? Ach so, Sergeant Teddy. Ach so. Ja. Sergeant Teddy, ne? So, bin ich hier auch so ganz freundlich. Ist ja super. Was haben wir hier denn noch so? Eine Truhe. Noch mehr Heilpulver natürlich. Ist ja ganz klar. Mit Kornkorken. Das sehe ich natürlich auch gerne. Heilpulver. Hey, aufbereitetes Wasser. Noch ein aufbereitetes Wasser. Ach, da hinten sind noch ganz viele. Heilpulver. Hey. Aufbereitetes Wasser. Heilpulver übrigens auch. Falls das noch niemand wusste. Ist da ganz viel. Korken. Munition. Auch Heilpulver. Auch Heilpulver. Ist, oh, da ist Heilpulver drin. Das kann ich gebrauchen. Das ist natürlich schon... Das ist sonderbar. Da hinten sind Gegner. Ich verstehe gar nicht, warum die mir feindlich gesund sind. Ach, da ist das Hinterlager oder wie auch immer ich das nennen will. Ein schöner See. Oh, hey. Hey. Hey, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir reden über alles, okay? Wir reden über alles. Mensch. Du musst ja nicht gleich den Kopf platzen, wenn du mit mir reden willst. Ich verstehe schon, wenn man schüchtern ist, ne? Aber das ist dann natürlich schon hart. Ja. Gut hier dazu. Was, nein, Kettensäge. Ja, eine Kettensäge, ja, natürlich. Oh. Idi. Idi. Nimm meine Kettensäge. Die hat's dann doch ein bisschen übertrieben vom Gewicht her. Ob hier wohl noch ein bisschen Heilpulver rumliegt? Würde mich mal interessieren. Oh, ein Jagdgewehr. Ein Dienstgewehr. Ledergürtel. Ach komm. Sind wir auch damit wieder überlastet? Ach, das ist doch kacke. Aschenbecher. Noch ein Dienstgewehr. Leute, hier liegt eindeutig viel Loot rum. Munition. Ja. Was tut denn der? Ja. Mach ruhig weiter deine Liegestützen. Das ist kein Problem. Der Schuss hat ja mega gesessen. Merke ich schon. Was ist denn los? Idi. hi. Yo, und noch eine. Mann, warst du schlecht bei den Liegestützen. Und noch eine Kettensäge. Idi.
möchte die gerne reparieren, die beiden Kettensägen. Ignores DT und DS, das sind wahrscheinlich diese Schadensgrenzenwellen, wie auch immer. Ach Gott, noch mehr Zelte, noch mehr Loot. Aufbereitetes Wasser. Zum Beispiel. Eine Karawanschrotflinte auch dabei. Noch ein Dienstgewehr. Cool. Das Dienstgewehr, die Karawanschrotflinte hätte ich gerne. Hilfsmittel aufbereitetes Wasser. Kannst du gerne haben. Die anderen Sachen repariere ich gerade mal kurz. So, das Dienstgewehr und die Karawanschrotflinte können wir wieder einlegen. Sehr schön. Und hier gehen wir in der nächsten Folge rein. Alles dahin und tschüss.